Sehr geehrte Frau Stadtvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, also Herr Dr. Koch von Rüden ist da, glaube ich, ein bisschen was durcheinander geraten. Frau Friedrich hat das an dem einen Punkt korrigiert. An dem anderen muss man allerdings sagen, dass es diesen Eindruck gibt, dass es da, sagen wir mal, in dieser Frage Ähnlichkeiten in der Position gibt. Das machen nicht wir, das macht die CDU-Fraktion selber. Es tut mir auch leid, dass das so ist, aber wir können das auch nicht mit Schweigen übergehen. Das andere ist, wir haben hier eine lebendige Debatte. Ich gehe davon aus, mit relativer Sicherheit, dass wir heute eine Entscheidung treffen werden, wie auch immer die aussieht. Ich gehe davon aus, dass von diesem Zeitpunkt an die Debatte darum, wo dieser Obelisk irgendwann mal stehen wird, zu Ende ist. Dass dieser Obelisk natürlich für bestimmte Leute, für bestimmte politische Strömungen dauerhaft ein Stein des Anstoßes sein wird und bleiben wird, davon kann man allerdings ebenfalls ziemlich sicher ausgehen. Und das ist eben tatsächlich eine symbolhafte Aufladung, die dem Kunstwerk an sich sicherlich nicht innewohnt, aber die wir auch nicht ändern können. Das ist ein Konflikt, den müssen wir führen. Da können wir uns nicht wegducken. Und wenn wir heute den Kompromissvorschlag des Künstlers annehmen und sagen, dieser Obelisk wird vor dem künftigen Documenta-Institut stehen, dann, wenn das Documenta-Institut steht, dann, wenn es Sinn ergibt, diesen Obelisken umzusetzen und nicht zum 30.07. oder so, dann ist das damit auch sozusagen ausgestanden. Und alles andere, was damit verbunden ist, das ist eine Auseinandersetzung, der können wir eh nicht entgehen. Deshalb wundert mich so ein bisschen die Hartleibigkeit der SPD, die nicht bereit ist, das jetzt auch einfach mal anzunehmen und zu sagen, das ist der Weg, auf den wir uns einigen können. Sie wollen eine Einigung mit dem Künstler erzielen bis zum 30.06., das entnehme ich dem Antrag, das wären jetzt noch so 11, 12 Tage. Und je nachdem, wie langsam die Mühlen mahlen, ich erinnere mich an eine andere Sache, das sollte eigentlich schon vor einem Monat Gesprächstermin mit jemandem stattfinden, der wurde bis jetzt noch nicht eingeladen. Das ist ziemlich gewagt. Also es ist ein straffer Zeitplan. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie in der Lage sind oder ob das wirklich klappen kann, überhaupt diesen Zeitplan einzuhalten. Und wenn es bis dahin keine Einigung gibt, dann wird das Ding abgebaut. Das wäre ein Effekt dieser Entscheidung für den SPD-Antrag, den, glaube ich, viele Leute in dieser Stadt nicht wollen. Deshalb, auch wenn wir nach wie vor den Königsplatz favorisieren, und zwar nicht deshalb, weil die Nordstadt etwa nichts wert wäre, sondern ganz einfach deshalb, weil dazu ein Konzept gehören würde, wie wir mit dem ganzen Areal zwischen Stern und Holländischen Platz, wie wir mit der unteren Nordstadt umgehen, wie wir das stadtentwicklungspolitisch ausgestalten, wie wir diese vernachlässigte Ecke der Stadt tatsächlich zu einem lebendigen Teil der Innenstadt machen und wie wir eben nicht nur sicherheitspolitisch, sondern stadtentwicklungspolitisch behutsam, aber zugleich auch entschieden vorgehen. Und weil genau diese Debatte bis jetzt gar nicht geführt wird, würde der Obelisk in der gegenwärtigen Situation auf einem leeren Parkplatz stehen, bis er dann irgendwann mal vielleicht eingebettet sein wird in einen Vorplatz des Documenta-Instituts. Ich glaube, das wäre schade. Ein letzter Satz noch. Es wäre, glaube ich, bei dieser Kontroverse und bei der Tatsache, dass das Meinungsbild in der Stadtverordnetenversammlung auch innerhalb der Fraktionen offensichtlich uneinheitlich ist, kein schlechter Schritt, wenn man sagt, man gibt diese Abstimmung frei, auch seitens der SPD-Fraktion. Und wir führen tatsächlich eine Debatte, die nicht an Fraktionsgrenzen endet, sondern wo wir auch eine freie, offene Entscheidung haben. Applaus